Leute, da sind wir bei einem neuen Video. Wenn ihr das Video seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich diese Woche es nicht geschafft habe, ein Video zu schneiden. Mit mir dabei ist der liebe Steffen. Hallo. Und ja, wir sehen Storm gegen Hoggard. Ihr seht, das ist die alte Aufmache. Ihr werdet schon zwei, drei andere Logos gesehen haben, zwei, drei andere Versionen mit den Namen und den Lebenspunkten und was nicht alles. Nehmt dann bitte Rücksicht drauf, die Qualität ist schlechter, das ist mir bewusst, das ist wirklich nur dafür da, dass ein Notfallvideo da ist, für den Fall, dass ich es irgendwann mal nicht schaffe. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein cooles Matchup, es ist halt sehr spät in der Produktion gewesen, deshalb habe ich es beiseite gepackt. Und es ist trotzdem ein cooles Matchup, deshalb lass uns da mal reingucken. Ja, wir sehen Hoggard gegen Storm. Meine erste Frage wäre jetzt, wer ist im Schnitt wahrscheinlich schneller? Ich hätte jetzt wahrscheinlich vermutet Storm. Ich denke auch, also gerade die Interaktion zwischen den beiden Matches ist nicht so groß. Sie haben halt beide eine Menge Discard. Ja. Und das war's. Aber ich denke, der Discard sollte Storm eigentlich mehr wehtun als Hoggard. Genau, das ist nämlich meine Gedanken dann. Dafür hat Hoggard halt noch sowas drin wie Cable Therapy oder ähnliches, weil er die auch flashbacken kann. Ja. Wohingegen der Storm-Spieler eben mit festem Discard arbeitet. Und je nachdem, wenn halt mal so ein Ritual into Lion's-Eye-Diamond, into Knack-Lion's-Eye-Diamond, such mir Ad Nauseum, dann macht halt der Bug-Hoggard-Spieler gar nichts gegen. Die spielen so ein bisschen an sich vorbei. Aber der Hoggard-Spieler kann halt auch Turns 3 oder so mal gewinnen, easy peasy. Ich mochte ja streng genommen das Hoggard-Deck mehr, bevor es Hoggard gab, wo es noch Zombatment war. Ja, wo es noch so richtig Zombatment ist ja dadurch komplett verschwunden. Ja, es geht. Es gibt ja immer noch die tatsächlich Zombatment-Spieler, die halt Hoggard nur mit dabei spielen. Ja. Hier, das ist ja wirklich auf den Hoggard auch viel ausgebaut. Bei dem Zombatment eher nicht. Aber das ist halt, wird auch nicht so oft gesehen. Bug Hoggard wird schon eher gesehen, zumindest in der Zeit, wo wir jetzt aufnehmen. Und ja, dementsprechend. Spieler Mannigan auf 5. Ja. Natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie hart das Bug Hoggard trifft, aber es ist natürlich ziemlich hart, angenehm. Ziemlich hart, ziemlich hart. Ja. Dann haben wir beim Storm Fetch auf Uzi. Man sieht es nur nicht. Ja, aber als alter Storm-Spieler weißt du das natürlich. Ja. Da hat man es auch kurz gesehen. Und wahrscheinlich ein Fortsies. Okay, ich hätte jetzt mit dem Preordain oder sowas gerechnet. Da ist ein Altar, eine Bridge und ein Careful Study. Ich glaube, an die Careful Study, auch wenn die Bridge der Combo-Enabler ist. Ja, aber... Glaube ich. Ich finde die Hand jetzt allgemein vom Bug Hoggard nicht sehr gefährlich. Nee, aber dadurch, dass er halt einen Mali noch 5 hat, was willst du anderes haben? Schon richtig. So, da kommt ein Duel oder ein Fetchland. Wahrscheinlich das, weiß nicht, ob es relevant ist. Und das Fetchland in du wahrscheinlich ein Go. Da kommt das an, wenn ein Discard gezogen wurde. Bin ich dran? Ja. Nee. Ist ein Go. Okay. Gut, dann haben wir, da ist es Preordain. Ich sehe einen, oh mein Gott, ich sehe einen Dark Red, ich sehe einen Preordain, ich sehe einen Tutor. Das ist so. Ziemlich gut. Sind sogar zwei Preordains? Ganz hinten? Die ganz hinten ist noch ein Preordain. So eine gute Karte. Nicht annähernd so gut wie Ponder oder Brainstorm. Ja, ich dachte mir gerade schon, wo du das dachtest, so, ja, die beiden Karten, die ich super gerne cutte, wenn ich mit Shaun Hell spiele. Ja. Beim Sideboard so schwupp. Da ist noch ein Thoughtseize. Ich sehe auch, wie alt das Video gerade alleine jetzt bei der Produktion schon ist, dadurch, dass ich mittlerweile die anderen Thoughtseize drin habe. Aus Lurovine. Ah, oh, die schönen. Ansichtssache. Was will ich denn finden? Schon. Ich finde die Boots ja auch nicht schlecht. Hier kann man auf jeden Fall coole Alters draus machen, indem du so ein bisschen Paint noch ins Gesicht ballerst. Ja, aber ich bin ja nicht so der Freund von Altern. Ja, selbst schon. Da können jetzt halt noch ein Fett Thoughtseize kommen, aber ich weiß nicht, ob man das haben möchte, weil der Altar ist eigentlich nicht so relevant. Und dann will man lieber Fetch auf dem Preordain machen. Ich denke auch, dass die Gefahr einfach, dass bei dem Hoggard jetzt irgendwas Gefährliches da jetzt nächste Runde kommt, ist einfach, glaube ich, nicht so da für den Stormspieler. Plus noch hat der Stormspieler kein LED auf der Hand, wodurch er sich selber auch fortziehen könnte, um die leere Hand hinzubekommen. Ja. Das darf man auch nie vergessen, dass das auch der Fall sein könnte. Storm ist meiner Meinung nach sehr... Dress und ein Tutor. Ich glaube, da bin ich gerade gegen die Kamera gelaufen. Ich glaube es. Ja. Passiert. Wie gesagt, da bitte ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Das ist wirklich nur ein Ding. Das ist ein Dark Rid, Petal, Fetchland und Tutor. Thoughtseize.
Da kommt jetzt der Fetch auf den Altar. Ich würde mal davon ausgehen, da kommt jetzt ein Bayou. Stack spielt ja unglaublich viele Fetches und unglaublich wenig wirkliche Actual Lands. Und das ist tatsächlich Underground. Ja, alles noch sehr, sehr unspannend für den, für bei Bark Hogak. So, beim Storm kann man jetzt natürlich überlegen, ob man anfängt, einen Storm Chain aufzubauen, was funktionieren könnte. Indem man mit dem Tutor einen Dark Rid zeigt und eben das Dark Rid das zweite sucht. Dann mit dem Land, das man noch hat, Dark Rid spielt, Thoughtseize. Aber ich weiß nicht, ob man damit durchkommt. Ich hab's nicht mehr so im Kopf. Es ist dann doch schon etwas länger her, dass ich dieses Deck aktuell gespielt habe. Tutor. Ja. Da wird man gerade noch schnell das Mana getappt. Das hat mich eben schon getriggert. Man zeigt genau, das Dark Rid. Zeigt Dark Rid. Holt sich also ein Dark Rid. Dann darf ich mir eins davon rausnehmen. Ja, aber es ist noch kein Storm hingelegt worden. Ja. Auch daran dürfte man jetzt gleich sehen, wie alt das ist. Es ist vor Theros entstanden. Nach Theros benutze ich ja mittlerweile diese wunderschönen Pokémon-Energiekarten. Hier in dem Video dürften noch die etwas älteren da sein. Zwischenzeitlich habe ich natürlich auch die von Tokens for MTG benutzt. Super Seite, by the way. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ja. Ich habe jetzt nach den Tokens da geguckt, da ist schon ein hübscher Seite. Bis dahin, bis dieses Video oben sein ist, müsstet ihr auch schon unten in den Kommentaren jetzt tatsächlich einen Code drin haben. Wenn ihr darüber bestellt, kriegt ihr tatsächlich noch einen Token extra. Nice. Jo. Das ist ganz cool. Und ihr unterstützt den Channel natürlich. Den werde ich auf jeden Fall definitiv benutzen, kann ich euch schon mal sagen. Ich auch. Das ist das Traurige. Kabal wird nachgezogen. Das ist natürlich jetzt richtig gut. Man kann Dark Rid, Kabal Rid, Petal, Thoughtseize. Mana for Days. Sucht sich dann Tutor das... Tutor Ad Nauseam? Nee, das Ad Nauseam würde ich nicht holen. Man ist safe durch, wenn man jetzt ein Ding benutzt, einen Fetch auf Rot und dann einen Past in Flames. Past in Flames, ja. Auf jeden Fall. Ja. Gucken, ob das auch passiert. Weil das natürlich auch die Version ohne Breach. Weil ich aber Breach als Karte kacke finde. Ja. Und naja, deshalb lieber Pass and Flames. Ja, das lag sogar ganz oben. Ja, wie ich gehört, das ist eine Karte. Klassische Fetch, wenn man unten anfängt zu suchen. Ja, ja. Das ist wirklich der Klassiker. Naja, und ich finde halt Breach ziemlich kacke. Und mittlerweile spiele ich auch tatsächlich nicht mehr eine Karte, die jetzt aktuell noch zu sehen war. Das. Oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es die Karte da schon drin war oder nicht. Auf jeden Fall meine ich das Witchclaw Talisman. Ja. Was eine sehr gute Karte ist. Und ja, hier geht der Combo-Turn los. Ja. Sieht man Kamera jetzt auch. Fokussiert. Kamera der Fokus. Quasi ja. Kam da die Ankündigung von Kevin: Ich gewinne jetzt. Ja. Deal with it. I win now. Das sind. So. Ganz andere Counter, als ich von dir kenne. Das sind die selbstgemachten. Sieht man ja. Ja. Wunderhübsch. Richtig. So, Wunderhübsch. Dark Rid, Storm 1. Ich verballer erstmal Mana auf dem Board oder gehe so. In die Rituale. Da wird jetzt kurz noch überlegt, wie man weitermacht. Ja, mit dem Dark Rid. Ja, ja, nee, welches Mana man benutzt. Nächstes Dark Rid geht hoch auf 5. Ja, ich glaube, man benutzt erstmal immer wieder das Einfarbige statt das Mehrfarbige, weil man das mit dem Mehrfarbigen noch was machen könnte. Dann geht man runter auf 3, geht hoch auf 8, Storm ist 3, dann hat man ein Petal, ne, erstmal ein Thoughtseize, man wirft irgendeine Karte ab, scheint irrelevant zu sein. Ja, könnte man sogar auf den Gegner spielen, oder? Mit Petal und Inferno. Tut man ja auf den Gegner. Ja. So, dann Storm 4 müsste das sein. Ja, Storm 4. Es sieht sehr schön aus, wenn er den Würfel verdeckt, die Hand wieder wegnimmt, das würde er zaubern und die Zahl sich. Ja. So mischt er auch natürlich. Da ist genau. Der Tutor. Tutor. Da sucht man jetzt das. Pass and Flames. Spielt das und gewinnt. Ja. Es ist einfach so. Ja. Es ist ein schönes Deck. Es ist sehr straight, wenn man die Lines wirklich sieht, dann ist es ein sehr schönes Deck. Erinnert mich immer so ein bisschen an unsere alten Zeiten von Competitive Commander. Da musste man seine Lines auch kennen. Und wenn man die kannte, konnte man in sehr vielen States plötzlich gewinnen, aus out of nowhere. Ja, ja, das war sehr interessant. Um es mal freundlich zu sagen. Ja. Interessant.
Ja, da hat man jetzt Dark Red, Cabal Red. Erstmal macht man Cabal Red, dann Dark Red. Nachgang, das ist bestimmt jetzt ziemlich auf Reanimator. So, 5 Mana. Das ist halt so ähnlich. Storm 8, dann Dark Red. Dark Red, Tutor. Gleich, man kann mehr. Ja, man zieht schon das zweite Dark Red auch noch durch. Ja, ja, klar, zweimal. Wenn man schon Storm spielt, um ein bisschen nur mit sich selber zu spielen, dann spielt man auch bis zum Ende mit sich selber. Ja. Storm ist halt jetzt normal so auf 10, glaube ich, nicht auf 9, aber es spielt irrelevant. Eine Rolle, Tutor für den Killspell. Ja, wenn es noch lustig sein will, kann man auch einen Tutor suchen. Okay, hier sieht man ganz oben drauf, ist ein Dark Petition. Das bedeutet, da war noch kein Witchclaw drin. Ah, das hat replaced. Ja, genau. Weil es im Ad Nauseum eben nur 2 Damage schießt statt 5 und nur 3 Mana kostet zum Spielen statt 2. Ja. Ja. Da einmal die Tendrils. 22 ins Gesicht. Tendrils of Agony, oder? Ja. Ja. Meistens sagt man immer nur Tendrils, deswegen fehlt mir manchmal die komplette Name. Das ist Tendrils of Agony, genau. Ja, da hat man jetzt leider sehr wenig, logischerweise, von Bug Hogak gesehen. Einfach, Maligna 5 tut halt weh. Da wird jetzt gebordet. Ja. Hier ist der Klassiker, den Kevin mittlerweile auch macht zum Borden. Er mischt einfach sein gesamtes Sideboard in sein Deck. Und nimmt dann einfach Karten raus, die er doof findet, soweit ich weiß. Ja, vielleicht ist das... Vielleicht macht das dieses Mal auch nicht, weil er das Sideboard nicht so gut kennt. Nee, er macht's. Für mich ist halt die Frage so, ob mir das zum Beispiel helfen würde. Ich habe jetzt ja mal zum ersten Mal dessen Hawks gespielt und mir fiel das Borden sehr, sehr schwer. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das für mich leichter oder noch schwerer macht. Es hilft einfach, dass du alles rausnehmen kannst, was erstmal Quatsch ist. Was einfach total Quatsch ist, nimmst du dann raus. Und dann fängst du halt an, Karten zu evaluieren, die du sonst nicht evaluieren würdest. Mhm. Plus, wie gesagt, der wichtigste Aspekt dabei ist einfach, man zeigt dem Gegner nicht, wie viele Karten man effektiv wirklich boardet. Wenn man tut 15 rein, nimmt 15 raus, er weiß nicht, wie viel davon Sideboard oder nicht. Genau. Man kann auch 14 rausnehmen, der Gegner wird es nicht realisieren, das ist ja mittlerweile auch legal. Ja, das verwirrt mich immer wieder, dass man überborden darf. Ja. Und dementsprechend ist es wirklich so, dass man einfach 4 Karten dann rausnimmt, wo man dann sagt, hey, die ist gerade wirklich kacke, aber man beachtet nicht, okay, die ist im Sideboard, die ist im Mainboard, ich nehme so und so viele Karten aus meinem Mainboard, mein Sideboard, sondern man sucht sich einfach Karten raus, die Quatsch sind. Ja, ist schon richtig. Deshalb ist die Idee schon ganz gut. Auf der Seite vom Hogak. Grundsätzlich lustigerweise auch so, nach dem Borden erstmal Pfeil schaffeln. Auf dem Hogak ist es tatsächlich sehr interessant. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden da die Altare rausgenommen. Oh. Für die Fast-Kombo, weil er sagt, er ist eh nicht schnell genug im Kombo. Verstehe. Dann nimmt er lieber ein bisschen Hate für rein und geht dann über den Beatdown-Plan. Schwierig. Das hat in der Runde eine sehr große Diskussion ausgelöst, ob das okay ist oder nicht, ob das richtig ist oder nicht. Meiner Meinung nach ist es falsch. In der Hoffnung. Weil du so dem Storm-Spieler mehr Zeit lässt, ja, um die Pieces zu finden, das aufzuheben. Es gab aber genug Leute im Raum, die gesagt haben, ja, ist soweit korrekt, aber du störst ihn wenigstens, was du sonst nicht tun würdest. Sehr schwierig. Also ich wäre da wahrscheinlich Fraktion, die sagt, ich will dem Storm-Spieler nicht noch mehr Zeit geben als eh schon. Genau. Weil Storm ist ja nicht umsonst ein sehr starkes Deck, weil es halt auch um Hate-Pieces drumherum spielen kann, wenn auch nicht so effizient wie jetzt zum Beispiel Breach. I hate Breach. Okay. Ja, ich habe die Karte auch gehasst. Ja, da kommt ein Doppel-Mulligan, wie es sich gehört. Ich habe beim Storm-Spieler nur gesehen, haufenweise Discard und 2 Rituale und sonst nichts. Und beim Hogak-Spieler waren, glaube ich, keine Länder drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Ansonsten, ich muss hier natürlich nochmal kurz die Matte von unserem Storm-Spieler, von Kevin, loben. Wunderschöne Matte. Unser Store-Champion von Ixalan. Das sind ist eine Map von Ixalan, wo zum Beispiel die Search für Axanta, also wo Axanta eingezeichnet ist und so weiter und so fort. Kann man mögen, muss man aber nicht. Es steht Champion drauf. Ja, toll. Ich mag es, wenn auf meinen Matten nichts draufsteht, außer du gewinnst das Spiel. Ich habe noch irgendwo Mastermind rumliegen, glaube ich. Mastermind? Das ist Nico Bolas drauf, steht Mastermind drunter. Die spielst du auch nur, wenn du Storm spielst, deswegen habe ich die noch nie gesehen. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Nee, Kevin erzählt immer ganz gerne die Story von Bologna, letztes oder vorletztes Jahr, wo er Game 1 sich an den Tisch gesetzt hat, diese Matte ausgerollt hatte und sein Gegner so, oh, this looks impressive, there's a champion mat, store champion. Und rechts neben ihm rollte jemand die MTG Top 8 Jahresmatte aus. Ich
Und Kevin ist halt kurz vorm Lachenflash gewesen, weil es halt auch die Jahrestop 8 war. Nicht nur irgendein Top 8, sondern in der Jahrestop 8. Das war ganz witzig. Da kommt eine Leyline. Oh, das ist so bitter. Leyline, eine Bridge, also eine Bridge from below. Und ein Fetchland. Das ist sehr bitter, weil die Leyline hätte man gerne auf der Hand gehabt. Ja, am liebsten hätte man die im Spiel gehabt, glaube ich. Meine ich ja damit. Noch also der Starter. Das ist halt, vielleicht hätte man darauf auch Mulligan sollen. Er hat ja schon Mulligan genommen. Mulligan auf 5 ist mit dem Deck halt, hat man ja gerade eben gesehen, macht das Deck tatsächlich nicht so viel. Aber er hat auch so noch eine Bridge auf der Hand. Weiß nicht, wie gut das ist. Ja gut, ich denke mal, nächste Runde würde bei ihm, wenn ich es richtig gesehen habe, Cable Therapy kommen. Das wäre halt richtig gut. Cable Therapy mit Flashback durch den Stitcher, was man gerne macht. Man will mehr in den Friedhof millen. Ist halt schon sehr, sehr nice. Mal gucken, was da jetzt kommt. Solange man sich nicht selber mit dem Ding des Karte ist, glaube ich, aktuell ganz gut. Ohne Karte. Gute Karte. Ja, jetzt kommt Land Cable Therapy and Rage. Leider kein Fetchland. Schockland. Fetchland. Fetchland. Ich bin über Schockland viel schockierter. Tatsächlich spielt man 3 Underground Seas. Cable Therapy. Man spielt immer so 3 Underground Seas. Kurze Frage, bevor er ansagt. Ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Was würdest du ansagen? Sich selber auf die Ensuing Bridge. Oh ja. Und dann würde ich den Typen opfern auf den Stormspieler und würde Lionside Diamond sagen. Ja. Ich denke nicht, dass er einen Brainstorm hat. Also er hat einen Brainstorm, aber ich würde es als Gegner nicht denken, weil er sonst das aufgedacht denkt hätte. Genau. 4 Zombies. Warum 4? Es sind 3. Ja, es sind 3. Gut. ich war auch irritiert. Aber das ist halt der Beatdown-Plan, den halt im Raum gesagt wurde, dass der halt dann jetzt funktioniert. Aber LED finde ich interessant. Also da sieht man, dass ich relativ wenig Erfahrung wegen Storm habe. Ich hätte was anderes angesagt. Ja, LED-Tutor oder... Genau, Tutor hätte ich angesagt. Ja, es kommt ja ein bisschen drauf an. Mit dem Lion's Eye Diamond kann man halt auch andere lustige Sachen machen, wie... man kann halt Mana im Pool machen. Und der Tutor selber macht halt genau gar nichts, wenn der auf der Hand gestrandet ist. Noch mehr Länder und ein Researcher. Das ist nicht das, was man sehen möchte als Hogwarts-Spieler, wenn man sich selber mildt. Das ist richtig. Da war ein Tutor. Ob davon was gesagt wurde, dass Passive Flames... Lions of Diamond, aber da sieht man jetzt zum Beispiel, das ist ein Passive Flames, das ist ein Tutor, es ist ein Dark Petition, es ist ein Brainstorm, es sind 2 Länder. Es ist, das Deck, der Tutor tut jetzt genau gar nichts auf der Hand. Mhm, ist richtig. Da kann, glaube ich, ein Dark Ritual... Ich meine, Brainstorm kann da ein bisschen helfen. Aber sonst. Ganz kurz zurück zum Fetchland. Tatsächlich spielt man in dem Deck 3 Duels. Ja. 3 Uzis. Und der Christian hat hier tatsächlich ein bisschen rumgetestet und hat festgestellt, dass man ganz schnell verliert, wenn der Gegner Wasteland Surgical ein Uzi macht. Weil man hat einfach 3 Uzis, einen Sumpf, 2 Bayous drin. Oh. Und er hat halt gemerkt, okay, es ist wesentlich besser, wenn man da ein Schockland drin spielt, weil das Schocken selber dir halt nicht so wehtut im Vergleich zu, es wird gesurgicalt. Ist also eine kleine Improvement, ähnlich wie wenn man 2 Red Elemental Blast spielt, einen davon ein Pyroblast, um zu ändern gegen Surgical. Mhm, interessant. Ja. Hier wird jetzt Sachen weggepackt. Damit er gefetcht auf, wahrscheinlich... Tropical hat noch einen Uzi auf der Hand, oder? Oder ist Tropical jetzt gerade auch nichts bringt? Aber es ist egal. Ich kann nicht, da ist eine Chain. Ich nehme jetzt eine Tropical. Chain macht nicht viel. Ne, wenn, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, jetzt die Volcanic zu holen. Ja, stimmt. Fürs Pass and Flames braucht man es sowieso. Man weiß ja, dass der Gegner keine Wasteland spielt. Ich wollte gerade sagen, maximal ein Choke, aber das sollte sich das Deck nicht erlauben, glaube ich. Ja. Also das Hogak kann, glaube ich, keinen Choke spielen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das wird jetzt halt mal interessant, ob Hogak da jetzt schnell genug ist mit dem Beatdown-Plan. Ja. Ganz interessant. Schön. Ja, es ist halt wirklich kein AB. Also entweder gewinnt A oder B, sondern es gewinnt entweder A oder B.
Also man gewinnt halt nicht mega schnell, sondern halt dauert ein bisschen. Ja. Und ja, den Fetch hätte man auch später machen können, aber so hat man jetzt halt ein bisschen die Option noch offen. Die Karten mussten oben von dem Deck weg. Ja. So, kommt ein Draw, kommt ein Beat. Würde ich auch knallen, wenn der Krabbe mit angreifen. Okay, warum ändert man jetzt da sowas? Man zaubert einfach noch einen neuen Zombie. Wo kommt der Zombie her? Er möchte nicht mit allen Zombies angreifen. Okay. Warum will er nicht mit allen Zombies angreifen? Das verstehe ich auch nicht. Das macht für mich gar keinen Sinn. Okay. Nee, für mich tatsächlich auch nicht. Es war ein Fetchland. Hat er Angst vor Goblins? Dass du 20 Goblins hast? Er castet einen Hogger. Ach, deswegen. Wäre das gut gewesen, wenn es die Karte gewesen wäre, von der ich ausgegangen bin, ne? Ja, sieht immer noch gut. So vier Stück. Okay, vier Karten weg, Hogger wird gecastet. Das macht Sinn. Ja, das ist okay. Hogger kann man ja nicht mit Mana bezahlen. Dementsprechend ist da der Beatdown-Plan dann schon echt gut. Kommt dann ein Beat für zwei. Ja, dann bist du auch schon wieder. Aber da kommt leider ein Trade of Vapor. Du kannst ein Land opfern. Bei uns den Hogak, er kann jetzt natürlich eine permanente opfern, ein Land opfern, um noch was zu bouncen. Ja, sonst, wenn er was anderes opfern hätte können. Ich glaube, hier ist jetzt ziemlich gut. Man kann hier Länder ziehen, man kann hier alles Mana im Pool tun, man kann mit zwei Dark Rids und einem Dark Tischen echt was machen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Hat er es so schnell assembled, anscheinend. Dafür, dass die Hand am Anfang etwas uninteressanter war. Da kommt zumindest wieder der Zoom-In. Vielleicht haben wir auch diesmal einen Zoom-Out, wir werden sehen. Ja. Ja, der Zoom-Out davon hat er sich beim Fizzle. Das kann das Deck natürlich auch, gerade wenn er über ein Adnoseum gehen muss, was halt manchmal passiert. Ich würde ja sagen, oder wenn er jetzt in den Forst rennt. Haha. Oh, er hat zwei Dark Rids gespielt. Ganz links. Den. Ja. Das ist halt fünf Mana. Fürs Dark Petition. Dark Petition. Du suchst dein Deck nach irgendeiner Karte, kriegst drei schwarze Mana. Wieder, weil du zwei oder mehr Dinge hast. Und darfst dein Deck nach irgendeiner Karte durchsuchen. Jetzt die Frage, ob man Adnoseum nimmt, Passed in Flames für Rid Rid. Auch ein bisschen die Frage, was er noch auf der Hand hat. Ich weiß es nicht. Also Pass the Flames liegt im Moment zumindest oben drauf. Ich glaube, das Pass the Flames ist wirklich besser als ein... Du bist sowas und durch. Ja, aber wenn ich jetzt... ich denke, das würde auch funktionieren. Ich weiß, kann ja, wie gesagt... Könnte auch einen Lion's Eye Diamond nehmen, weil er hat noch einen anderen Tutor auf der Hand, es sei denn, er hat ihn weggemischt. Macht er das dekadent? Ja, nee, es könnte ja sein, dass das ist natürlich sehr interessant. Er nimmt einfach noch ein Ritual. Tatsächlich spielt das Stormdeck oftmals auch zwei Past in Flames. Hitters Deck ist aktuell, glaube ich, nur eins. Das Interessante dabei ist, er nimmt jetzt einfach diesen Tutor, spielt diesen Tutor, macht sich einfach sechs Mana. Das Ritual, Entschuldigung, nicht den Tutor. Ja, den Tutor hat auf der Hand. Genau. Spielt jetzt nochmal so ein Ritual. Jetzt nochmal so ein Ritual. Jetzt bei Storm 5? Ja doch. Oder 6? Aktuell bei 6. Ja, dann hat er es doch. Ne, 5 und jetzt kommt halt der Tutor mit Storm 6. Jetzt Past the Flames. Ja. Tutor auf Storm 6. Sucht sich das Past the Flames. Ja, das ist die einfachste Variante. Ich war jetzt sogar schon bei Suche Tutor. Wie viel Mana hat er dann noch? Ne, einfach Past the Flames. Der weiß, der Gegner hat nur einen Horgak auf der Hand, der Gegner kann nichts tun, das ist relativ gelaufen, das ist so. Und das Geist ist, warum Fossil eine gute Karte ist. Ja, Fossil ist eine richtig gute Karte. Bevor sie gebannt wurde. Die wird niemals gebannt. Never ever. Das Format vorher ist das Format weg. Ja. So, schwarzes Mana, kriegt 5, geht auf 7. Geht auf 5, geht auf 10. Ja, das ist jetzt easy. Er macht jetzt einfach Mana wie blöd, bis er einen Storm hat, einen Tutor gewinnt. Ja, ja. Braucht er nicht mehr. Er kann jetzt Tutor into Tutor into Tutor into win. Könnte er auch machen, ja. Wenn er richtig Spaß dran haben will. Dark Petition will er noch machen. 10. Weil das ein coolerer Tutor ist. 12. Ja, kommt eben noch ein Dark Red von irgendwo her geflogen. Kommt noch irgendwo ein Dark Red von irgendwo her geflogen. Ja, das ist halt, wenn man Storm spielt, spielt man halt gerne mit sich selber und dann spielt man das auch bis zum Ende mit sich selber. Mit einem Aufhören macht ja auch keinen Spaß. Nee, würde ich auch sagen. Jetzt wird noch überlegt, welcher Tutor benutzt wird. Das ist halt schon wichtig. Dann noch ein Dark Petition. Das könnte jetzt tatsächlich noch ein Mana suchen.
Also ein Kabalritual. Um noch mehr mit sich selbst zu spielen. Um noch mehr mit sich selber zu spielen, noch mehr Mana zu haben. Oder man sucht jetzt einfach das Tendrils und tötet den Gegner und erlöst ihn. Aber man könnte jetzt auch Adnosium gehen. Und ja, das wäre jetzt aber noch witzig. Das wäre also ziemlich dämlich. Das hätte aber schon wieder Stil. Ja, geht. Ich glaube, das war das Tendrils. Ich sehe es nicht. Es ist so. Ich glaube, es war das Tendrils. Ein so Old Border Color im Deck in Schwarz. Ja, sieht schon aus. Ja, das ist das Tendrils. Mit Storm. Pew, 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 pew. Ja. 2-0 für Storm gegen Bark Hogak. Das schaffe ich nicht. Krass. Was hättest du denn noch? Unerwartet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.